Moin moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum weiteren Folge Wargroove für die Switch. Und wir sind mittlerweile angekommen in Akt 4, Mission 1 in der Goldwüste. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Begrüßung in Himmelsang. Unsere Helden sind am Ziel, werden aber an der Grenze von Himmelsangs wenig herzlich begrüßt. Wie kann das sein? Ich denke, es sind Freunde. Ein Himmelsang-Soldat? Hey! Hey! Löwenklinge. Schlagt Alarm! Die räuberischen Floraner sind zurück! Wovon redet ihr? Die Floraner sind zurück! Wir werden angegriffen! Nein, wartet! Ups. Baumvolk aus dem Westen! Angriff! Engstirnige, unbelehrbare... Na schön, wenn ihr einen Kampf wollt, solltet ihr einen Kampf kriegen. Oh, toll, Nuru. Dumme Nuru. Aus, Nuru. Wir werden uns niemals ergeben. Darum hat euch auch niemand gebeten. Ich wünschte, sie würden uns einfach zuhören. Sie werden sicher sich auch bald wünschen, es getan zu haben. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Zerstöre gegnerische Festung. Okay. Kohle? Die 100? Wir wollen uns hier so ein... Hier so ein Speerkämpfer. Zack. Ist uns da hinten? Okay. Okay, schauen wir mal. Schon eingenommen, ey. Schweine. Typisch mehr Kohle als wir. Hier gehen wir da hoch. Gehen wir auch da hoch. Halten wir das ein. Die Floraner wüten im Norden. What? Wüten? Das tun sie nicht. Tun sie wohl. Ihr wollt, dass ich wüte? Euch werde ich was vorwüten. Okay. Oh. Dahin. Ey, wie viele Gegner das werden, ne? Eieiei. Blöder Hund. Oh, jetzt hat er auch schon so ein Pfeilding da. Pass auf. Warte mal. Das müssen wir kaputt machen, weil das macht echt Schaden. Die floranischen Räuber sind durchgebrochen. Ganz genau. Wir müssen sie aufhalten. Oh, für Himmelsagen. Oh, wie beschränkt man sein kann. Schleuderbaum. Gucken wir mal. Ah, die werden jetzt natürlich gekillt, aber das ist nicht so schlimm. Ah, sie hat das wieder eingenommen, der Spacko. Tatsächlich hat er noch überlebt, unser Reiter. Warte mal.
Kohle bekommen. Na, die müssen wir da ja stehen lassen. Okay, probieren wir mal. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Rausholen, ne? Das kommt ja nicht mehr raus. Baum. Nicht hier unten. Ja, noch Kohle dafür, irgendwas. Da. Okay, eigentlich hätte ich in Deckung gehen sollen. Jetzt, glaube ich, bin ich recht schnell anfällig da, gekillt zu werden. Mal gucken. Ah. Problem ist, den jetzt anzugreifen, macht nicht so viel Sinn von hier aus. Okay, wir müssen auf jeden Fall diese Grenze hier verteidigen. Lassen wir mal so. Das machen wir mal so. So. Ben. Der muss auf jeden Fall, sie muss auf jeden Fall gerettet werden. Und wenn ich den mache, dann macht er den natürlich kaputt. Okay. Ich will gleich ein bisschen zerstören. So. Gehen wir mal davor rausgehen. Okay, probieren wir es mal aus. Er rettet seinen Wagen da, wie man sieht. Das wird nichts bringen, wenn wir das jetzt einnehmen hier.
Schließe ich ihn ein. Lassen wir mal so. Ein bisschen verteidigen müssen wir leider, sonst wird das, glaube ich, nichts. Okay. Auch raus. Okay, jetzt ist es ein bisschen stressig, weil sie durch die Mitte durchbrechen. Okay. Das müssen wir zerstören, dann könnt ihr auf jeden Fall da nichts mehr bauen. Versuchen wir mal. So. Schön nach oben. Hier. Schleuderbaum vielleicht für unten. Und hier kann man auch was bauen. Da. Nicht so praktische Kabel gewesen gerade, aber. Holz. Der würde so oder so sterben irgendwann. Okay. So. Können wir gleich einnehmen direkt. Perfekt. Nein! Ich habe auf Warten gedrückt. Ich Depp. Scheiße, ich hätte angreifen können. Das war ja behindert.
Das war ja wirklich dumm von mir. Na gut. Ja. Mama. So, weniger Kohle bedeutet für euch auch weniger Kohle. So. Oh, hier Matschkäfer, den lassen wir auch mal laufen. Zack. Kaputt machen gleich von der Seite. Viel mehr zu sagen haben die hier, glaube ich, auch nicht mehr. Das sieht, glaube ich, nach einem fairen, schnellen Kampf aus. Ups. Okay, also. Kann ich gar nichts anfangen. So. Ich war auch in so einem Ding an die Reihen marschieren, wollte ich gerade sagen. Müsste eigentlich jetzt passen, ne? Und der dahin. Ach, hier sind wir noch laufen lassen. Gut. Okay. So, warten wir ab. Wegmachen. Oh, das Baumvolk nähert sich der Festung. Zurück, ihr Bestien! Die Floraner sind keine Bestien. Kommandant Nurus, euch allen in jeglicher Hinsicht überlegen. Der Mann weiß Bescheid, ihr Dumpfbacken. Solltet lieber auf ihn hören. Wird wohl nicht passieren.
Viel mehr können wir da nicht mehr machen hier. Brauchen die noch so einen Ballistenkram? Na gut. Sollen sie doch bauen. Ja. Dann machen wir es so. Die Festung erobern, können wir auch direkt auf die Festung gehen, oder? Das kann ja auch nicht mehr passieren hier, ne? Zack. Zack. Ich habe gar keine Lust mehr, alle nachzuschleppen. So, noch ein Hund gebaut. Ach, ruhig. Pass mal auf. Und dann machst du auch noch platt hier, dann kannst du gar nichts machen gleich. Und warten wir nochmal. Warum kann er eh nichts? Okay. Ha! Legt euch niemals mit einer Floranerin an. Rückzug! Ruft General Ryota! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ach, halt die Klappe! Bitte beruhigt euch. Wir sind wirklich nicht hier, um euch anzugreifen. Aber ihr habt doch diese Räuber dabei. Ich bin keine Räuberin. Das ist genau so, was eine Räuberin behaupten würde. Diese Garnison weiß, vertraue niemals einem Floraner. What? Was soll das denn wieder heißen? Ah, es sieht wütend aus. Ich hole General Ryota. Oh Mann. No. So ein Schlamassel, wie konnte ich dir als die Bewaffnung so versagen? My Queen. Ich glaube nicht, dass es an euch liegt, Mercia. Das Problem scheint mir ein anderes zu sein. Sieg! Okay, wieder ein B. Gut. So. Du hast hier mit seinem Kodex freigeschaltet. Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ja mal eine angenehme Partie. Und wir schauen mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin, tschüss.